leer wie das Grab Jesu ist unsere St. Markus-Kirche. Der, den ihr sucht, der ist nicht hier, sagt der Engel zu den Frauen, die am Ostersonntag zum Grab kommen. Nichts kann Gott aufhalten. Keine Steine, keine Mauern, kein Virus, nicht einmal der Tod. Er ist nicht hier, er lebt. Auch wenn es sich vielleicht nicht gehört, möchte ich dem Engel ein ganz klein bisschen widersprechen. Denn ich vertraue ganz fest darauf, dass Gott gerade jetzt hier ist. Und vor allem, dass er da ist. Jetzt in euren Wohnzimmern, am Abendbrottisch, beim Abwaschen oder vor dem Schlafengehen oder wann immer und wo immer ihr diese Abendandacht zum Ostermontag seht. Und sie ja nicht nur seht, sondern sie mit uns allen zusammen feiert, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hier in der St. Markus-Kirche feiern wir am Ostermontag immer einen bunten Familiengottesdienst mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Und nach dem Gottesdienst suchen wir überall hier in der Kirche und drumherum Ostereier. Das ist dieses Jahr nicht möglich. Die Ostereier gibt es zum Mitnehmen am Gemeindehaus. Aber ich dachte, wir nutzen die Chance, mal zu gucken, warum wir das eigentlich machen. Es gibt ein total schönes Bilderbuch, in dem erzählt wird, wie das Ei zum Osterei geworden ist. Es ist von Hermann Josef Frisch und Ulrike Bayer. Holger und Jonas, Claudia und Rainer haben es für euch vorgelesen. Wie das Ei zum Osterei wurde. Wir befinden uns in Ägypten, genauer gesagt in Alexandria. Das ist eine große Hafenstadt am Mittelmeer. In dieser Stadt lebt Katharina. Sie gehört zu einer kleinen Gruppe von Christinnen und Christen. Eines Tages besucht der römische Kaiser Maxentius ihre Stadt. Er lädt Katharina zu sich ein, damit sie ihm mehr über Jesus und Gott erzählt. Jesus hat gesagt, dass Gott gut zu allen Menschen ist, so wie ein Vater und eine Mutter gut zu ihren Kindern sind. Sie erzählt auch vom Tod Jesu am Kreuz und vor allem, dass Jesus nicht tot blieb. Gott gab ihm neues Leben. Deshalb sagen wir, Jesus ist von den Toten auferstanden. Maxentius lacht. Von den Toten auferstanden? Wer soll das denn glauben? Aber Katharina bleibt dabei. Jesus lebt und Gott ist ein lebendiger Gott. Eure Götter sind aus Stein, aber mein Gott lebt und er liebt die Menschen. Maxentius schüttelt lachend den Kopf. Wenn es so ist, dann soll doch dein Gott uns Antwort geben. Dann soll er einen Stein zum Leben erwecken. Dass dieser Gott Jesus neues Leben geschenkt hat, glaube ich dir erst, wenn du mir einen Stein bringst, der lebendig wird. 3 Tage hast du Zeit. Dann schickt Maxentius Katharina weg. Katharina verlässt den Palast. Am nächsten Tag ist sie ganz in Gedanken versunken. Was soll sie nur tun? Einen Stein zum Leben erwecken. Sie denkt nach, sie nimmt Bücher und liest dann. Aber ihr fällt einfach nichts ein, was sie tun kann. Am zweiten Tag läuft sie durch die Straßen der Stadt. Sie geht über den Markt. Händler verkaufen edle Steine. Sie funkeln und glitzern, aber es sind Steine. Sie sind tot. Als sie weitergeht, kommt sie an einem kleinen Haus vorbei, in dem ein alter Zauberer wohnt. Ob er ihr helfen kann? Ob er einen Trick kennt, einen Stein zum Leben zu erwecken? Aber der Zauberer kann ihr nicht helfen. Über das Leben, sagt er, habe er keine Macht. Am dritten Tag geht Katharina zu ihrem Freund Andreas. Er ist Fischer. Zusammen sitzen sie am Ufer und blicken auf das Wasser. Andreas ist Christ wie sie. Gern würde er ihr helfen. Als sie da sitzen und überlegen, sehen sie ein paar Enten am Rand des Wassers.
Da kommt Andreas die Idee. Er steht auf und geht einige Schritte zum Gebüsch. Von dort kommt er mit einem grauen Entenei zurück. Dieses Ei lag dort im Nest. Ich beobachte die Enten jeden Tag. Dieses Ei wird bald ausgebrütet sein. Katharina versteht. Vorsichtig nimmt sie das Ei und eilt zum Palast des Kaisers, um es ihm noch vor Sonnenuntergang des dritten Tages zu bringen. Maxentius ist erstaunt. Er dachte, er hätte Katharina mit einer unlösbaren Aufgabe weggeschickt. Katharina hält ihm das Ei hin, das aussieht wie ein Stein. Und? Was ist mit diesem Stein? Wird der tote Stein lebendig werden? In dem Moment beginnt das Küken von innen vorsichtig die Schale aufzubrechen. Nach kurzer Zeit schlüpft aus dem Ei ein munteres Entenküken. Maxentius Gelächter verstummt. Scheinbar tot und doch lebendig. Ein Zeichen für das, was Gott tut. Er gibt es Leben und macht lebendig. Er erweckte Jesus zu neuem Leben. Gott ist stärker als der Tod. Ja, so kam es, dass das Ei zum Osterei wurde. Zum Zeichen für das, was wir Menschen eigentlich gar nicht begreifen können. Zum Zeichen der Auferstehung Jesu. Stärker als der Tod ist das Leben. Amen. Christus ist Ostern, ist uns im Graben, doch du liebst die Weiber auf. Finden sind's Blumen, heller Blumen, helle Hüster sind uns wahr. Auferstandener Gott, leer wie dein Grab sind unsere Kirchen und trotzdem, du bist da. Dafür möchte ich dir danken. Du verbindest uns mit dem Himmel. Wir verbinden dich mit unserer Sehnsucht. Ich bitte dich für alle, die wir vermissen, mit denen wir sonst Ostern gefeiert hätten. Gott des Lebens, sei du für sie da. Ich bitte dich für die Menschen, die ihre Hoffnungen zerschlagen sehen, die keine Mut und Kraft mehr haben. Gottes Leben sei du für sie da. Ich bitte dich für die Familien, denen es im Moment schwerfällt, so viel und lange zusammen zu sein. Für die Kinder, die von ihren Eltern genervt sind. Für die Eltern, die von ihren Kindern genervt sind. Für die Partnerinnen und Partner, die voneinander genervt sind. Gott des Lebens, sei du für sie da. Ich bitte dich für uns alle, für deine Kirche in dieser besonderen Zeit. Sei du da, in den vielfältigen Bezügen, in denen im Moment Kirche gestaltet wird. Gott des Lebens, sei für uns da. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diesen Osterabend mit Gottes Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott sehe dich freundlich an und sei dir gnädig. Gott lasse die Augen in Liebe auf dir ruhen und gebe dir und der Welt Frieden. Amen.